Natürlich kommen wir zurück. Wir haben ziemlich viele Bilder gefunden. Was, wenn du scheiterst? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Da schaue ich gar nicht rein, da habe ich, glaube ich, gar nichts gefunden. Nichts Interessantes. Erst umschauen, dann weiter. Da ist der Brief. Ich hasse selbst jetzt. Verloren, alleine, hoffnungslos. Du wirst immer ein groteskes Missverständnis. Mein Gott. Es ist so schön gewesen. Und was malen wir jetzt mit Knochen? Ja, gut. Schaut jetzt nicht wirklich nach Kunst aus für mich, aber warum nicht? Bleibst du offen? Ah, immer wenn mein Kapitel dann abgeschlossen hab, komplett, geht die Tür weg. Schau, hier sind keine Türen mehr. Was, wenn ich das durchhaue und dann geht... Es geht eben nur eine Tür auf, okay. Das letzte Kapitel für heute. Was? Wenn du scheiterst. Ich wollte erst mal sagen, was, wenn ich scheitere, aber das würde auch genauso passen. Ignoriere sie. Frau. Ich kann auch meine Frau nicht ignorieren. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht dauernd. Oh, süß. Daddy. Mami. Scheiß Viech, geh weg. Gebrochenes Herz, okay, ist nicht süß. Das ist die Tochter. Mit keinem Ausdruck. Also gut, ich muss sie ignorieren. Besoffen. Egoistisch. Daddy, das ist ihr Pferd, was sie gemalt hat. Nur, dass es nicht mehr pink ist, sondern schwarz. Und er hat es einfach getötet. Er hat ihr Bild. Ihr. Flammenmutti. Gott, ich hab so eine ganze Haut. Das ist so gut gemacht. Oh. Da bin ich blöd. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. Du bist so ein Arsch. Das ist ein Kind. Was denkst du, warum es nicht mehr bei dir bleiben möchte? Warum es dir weggenommen wurde? Das ist ein Scheißkind. Schau dir diese Zeichnung an. Das ist der erste Schritt. Lass sie Übung, zeig sie ihr, wie es besser geht. Aber verurteile sie nicht deswegen. Das ist der Bad Daddy Bear. Das habe ich ihr geschenkt.
Ein Geburtstagshut auf. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Oh Gott, ich schaue zu. Ich muss einen Screenshot machen. Habe ich einen Screenshot gemacht? Fuck, ich kann keinen Screenshot machen, weil ich den Overlay ausschalten habe. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Oh, ist der unsympathisch? Er hat ihr Geburtstag vergessen. Und sie ist deswegen traurig. 5. Geburtstag. Mit 5 habe ich auch nicht anders gemalt. Armer Teddybär. Diese Holzfußmaus, ey. Ist auch eine Prothese oder was? Alles führt in die Mitte. Ich folge der Linie. Okay. Die wollten also ihr Kind so erziehen, wie es es in... Okay, ich bleibe einfach hier. Wie es einfach in einer Broschüre steht. Alles klar. Da waren gerade überall Flaschen. Alter. Das schaut aus wie bei Dark Souls, so eine Zeichnung. Hä? Der Cartoon, falls niemand kennt. Wahrscheinlich hat nicht nur das Elternteil. Die Eltern sind wahnsinnig geworden durch ihren Unfall. Es ist gemalt. Kinderzeichnung. Kinderschüchen. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Okay, die haben die Broschüre vorher gekauft. Und die waren mega aufgeregt auf... das Kind. Dieses Bild kennt man. Geil, dass es so gezeichnet ist. Das ist ja weiter, dass die Tür rumfällt oder so. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Cool. Ich höre einen Herzschlag. Das ist wahrscheinlich er. Okay. Dammit! Oh, hör auf damit, Spiel! Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellenhaare.
Hä, mach doch mal, ich komm. Läuse, Mäuse, Karl, blutige Stellenhaare. Nicht meins, wo ist die Schere? Also er denkt jetzt, die... Seine Haare wären Ratten. Mäuse. Tschüss. Toll, jetzt holt die mir die Ohren voll oder was? Ich muss noch ein paar Steine suchen. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? Sie hat ihn immer in Dame geschlagen. Als Fünfjährige. Oder wie alt warst du da? Wahrscheinlich schon älter. Gut, sie heult, aber ich muss sie ignorieren. Komm her, Schatzi. Schaut das geil aus. Ignoriere sie, ich gehe nicht dahin. Oh, warte. Schnabeln. Alter! Alter, was? Was stimmt nicht mit dem? Das ist eine süße Ente. Lass die süße Ente sein. Kopf. Ist da. Sie weiß nicht wohin. Sie hat über seine Kunstwerke drüber gemalt. Sie ist verstreut. Tschüss. Das ist das Bild. Ja, es ist das Bild. Pass auf. Ätzendes Gaming. Ich kenne das. Geil, ne? Ja, Mann, ich wusste es. Wer ist bitte schön erschrocken? Okay, es war jetzt echt ätzend, dass ich das wusste schon. Hinter unserem Rücken regend. Ja, das war ja dieses Bild, ne? Malstifte. Sie hat alles angemalt. Das ist wahrscheinlich die Sicht jetzt aus von ihr, ihre Sicht. Noch mehr Malstifte. Wachsmalstifte sind es doch, ne? Oh, eine schöne Sonne. Was wie das gebrochene Herz um Mami und Daddy. Sie hat immer mehr.
Immer mehr Stifte. Ja! Das ist echt cool gemacht. Kann ich ein paar Stifte mit nach drüben nehmen? Das reicht mir. Okay, die Ebene verschwindet dann und ist weg. War das so ein Spielzimmer von ihr? Oder so ein Zimmer, wo sie gemalt hat mit ihrem Daddy? Köpfe. Schasse es. Nein. Ich bleib hier. Ich will ja nicht rein, das sind Puppen. Okay. Warum gehen die auf? Hör auf damit. Hä? Buggy. Aber das werden immer mehr Puppen. War das Bild schon... Hör auf damit! War das Bild vorher auch schon da? Geht's euch gut? Mach was! Widerlich. Ganze Haut pur. Oh, widerlich. Wieso spiele ich das nochmal? Ich will nicht. Ich laufe hinterher. Cool. Warte, ich will mich schon umdrehen. Okay, ich muss hier geradeaus gehen. Ist es dasselbe wie... Fuck. Ich darf hier nicht umschauen. Opfer. Hä? Darf ich nicht umschauen. Das ist lustig. Ich weiß schon, dass ich muss einfach geradeaus gehen. Schnauze. Nein, hör auf.
Hallo? Mami! Hier ist Daddy! Darf ich sie nicht anschauen? Kann es sein, dass ich sie nicht anschauen darf? Ich weggehen müssen? Ow! What is this crap? Oh, I'm sorry, Princess. No, don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, Daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Püppchen, Alter, das sind keine Püppchen. Das ist Horror Story. Das ist Horror, diese Dinger, ey. Lass mich einfach hier raus. Pissen, der Baby. Had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Er liebt also nicht mehr. Sie denkt, er liebt nicht mehr. Warum schon wieder? Hört auf mit dieser Scheiße! Genau, verpiss dich! Das ist meine Zeit! Ja? Warte mal, ist das nicht die T-Kreuzung, wo sie da drin war? Ja, gut. Das weckt ja. Bevor das Viech da aus dem Käfig kommt. Diesen Gang hat man schon zum dritten Mal jetzt und jetzt schaut er wegen. Da macht er einfach Schritt drüber nicht. So. Der schaut alles immer schlimmer aus. Es wird alles immer schlimmer. Es ist das Kinderzimmer. Wusste ich's. Wie ist die Tür zu? Oh, Kinderzimmer, es wird grausig. Es wird schlimm. Sie fühlt sich alleine. Ich mag das Bild. Das Bild ist schön. Es wird nicht schön, wenn ich das mache. Ich bin jetzt mal still.
Streit macht Kinder auch kaputt. Ist das Bild nicht mehr schön. Die Puppen fehlen. Das ist... This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Hat der gerade echt gesagt, also die Übersetzung, er hat gesagt, fuck it, und da stand Pfeif drauf. Wenn dann schon Scheiß drauf. Ich gebe einen Fick. Och, das hat so ein Gänsehaut-Feeling, das Spiel. Ist aber so gut. Nö, ich schau da nicht hin. Ich hab nicht richtig hingeschaut, ich hab bloß was gesehen und dachte, musst du nicht hinschauen. Weil es hieß ja nicht hinschauen. Sie ignorieren, ich dachte, das wäre sie. Kapitel der Puppen, Alter. Das mach ich auch lieber mit denen. Dann malen wir mal weiter. Alter! Häng dir mal das übers Bett, du kannst nie wieder schlafen. Genau. Vier Kapitel. Und ich bin fertig für heute. Oh, das macht mich so fertig, das Game. Aber es ist so gut. Wie erst das nächste Kapitel? Gone. Verschwunden. Okay, das gerade eben Kapitel war echt grausig. Das war... Die da... Ich hasse Puppen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Lies auf ihr 2 kommt auch noch. Warum macht man sowas? Wieso nimmt man sowas auf? Es ist so geil. Das ist der Grund. Es macht Spaß. Sich auch noch zu gruseln. Angst davor zu haben, was als nächstes passiert. Ich will nicht an das Bild zu nah hingehen. Das ist echt so. Wenn jemand das Spiel gefällt, spielt es selber nochmal durch. Jede Entscheidung verändert die Story. Ich spiele es zum 2. Mal durch und einige Szenen habe ich bisher noch nicht gesehen. Also, es rentiert sich. Vor allem alles zu erkunden, die ganz. Schau mal an, wie viel. Einzelheit, wie viele Details hier sind. Ein Tier. Afu. Vor. Es ist so schön. Es ist einfach so schön, hier durchzulaufen. Wenn es nicht gerade so horrormäßig ist, aber das macht es ja noch extra.
Dann wünsche ich noch eine schöne, gute Nacht.